Ja, liebe Freunde der CDU Potsdam und darüber hinaus, gestern waren Bundestagswahlen, heute sind wir zu Gast wieder beim 17. Seegespräch, Potsdamer Seegespräch, bei unserem Parteifreund Rainer Dallwich, wie immer, schön am See gelegen. Das Licht wird schon ein wenig trüber, es wird langsam Herbst. Wir kommen jetzt zu unserem 17. Seegespräch und wir begrüßen ganz herzlich und freuen uns besonders, dass wir Professor Dr. Norbert Lammert gewinnen konnten. Ich glaube, es gibt kaum einen profunderen Kenner der politischen Szene in Berlin als ihn. In vielen Funktionen tätig gewesen. Es wäre mir schon peinlich, alle aufzuzählen, weil ich glaube, das wissen Sie alle da draußen. Professor Norbert Lammert muss man einfach kennen als Bundestagspräsident, ehemaligen oder jetzigen Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, dass er hier ist und wie kann es natürlich anders sein? Thema des heutigen Abends ist die Nachbereitung oder die Interpretation oder die Erklärung, je nachdem, wie Sie es wissen wollen, der Wahlen und das, was gestern passiert ist. Am Counter sozusagen auch Bernhard Schäfer heute wieder, der mit mir die Fragen stellt von der CDU Potsdam. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Zunächst nochmal herzlich willkommen, Herr Professor Lammert, hier in Potsdam, im schönen Großklinikum. Die erste Frage, ja, wir kommen nicht drum herum, was ist da gestern passiert? Naja, die Wählerinnen und Wähler haben von ihrem Wahlrecht in einer spektakulären Weise Gebrauch gemacht. Also das ist sicher eines der Wahlergebnisse, über die man noch in vielen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, sprechen wird, denn ein vergleichbares Desaster hat es jedenfalls in der Parteigeschichte der Union nie zuvor gegeben. Und ich will mal knapp einen Tag oder jetzt auf die Minute genau einen Tag nach den ersten Hochrechnungen auch hoffen, dass es auf Jahrzehnte ein beispielloses Debakel bleibt. Gestern Abend, wir waren alle ein Stück weit geschockt, als es passierte. Wie war Ihre erste Reaktion? Sie werden ja auch nicht allein gewesen sein in dem Moment. Ja, dank der beinahe täglich veröffentlichten Umfragen über Parteipräferenzen hat uns das Ergebnis ja nicht wie ein völlig unvorbereiteter Schlag getroffen. In welcher Größenordnung die Parteien nun seit Wochen gerankt wurden, war ja erkennbar. Und zu den Besonderheiten dieses Wahltermins gehört zweifellos auch, dass es mindestens in meiner Erinnerung der letzten knapp 40 Jahre keine Bundestagswahl zuvor gegeben hat, bei der die Turbulenzen in den gemessenen Präferenzen der Parteien auch noch wenige Monate vor dem Wahltermin so extrem weit auseinander lagen. Wir haben ja bei den Grünen Differenzen von 15 bis 27, 28 Prozent erlebt, bei der SPD von 13 bis 25 Prozent, bei der Union von etwa 30, wenn wir nur die letzten Monate nehmen, bis knapp unter 20. Also vergleichbare Schwankungen, vor allen Dingen nicht nur bei einer Partei, vielleicht aufgrund eines besonderen Ereignisses oder einer besonders umstrittenen Kandidatur, vergleichbare Schwankungen hat es vorher nie gegeben. Ich habe auf die regelmäßige Frage von Journalisten und anderen in den Tagen vor der Wahl, welches Ergebnis ich denn eigentlich erwarten würde, wahrheitsgemäß gesagt, es gibt fast kein Ergebnis mehr, das mich wirklich überraschen kann. Und insofern müsste ich jetzt auch zu Ihrer Frage sagen, das Ergebnis ist katastrophal, jedenfalls aus der Unionsperspektive. Aber es kommt nicht völlig unerwartet. Mit Blick auf manche der Umfragen vor der Wahl hätte es mindestens, was den Saldo angeht,
zeitweilig noch schlimmer werden können. Aber bei einer Wahl, bei der noch 14 Tage vor dem Wahltermin 40% der Wahlberechtigten erklären, sie wüssten nicht, ob überhaupt und wenn ja, wie sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen würden, werden offensichtlich, nicht alle, aber viele Entscheidungen vergleichsweise kurzfristig unter dem Eindruck dieses oder jenes Ereignisses getroffen. Wenn Sie sagten, naja, so ganz unerwartet kam es nicht, woraus leiten Sie denn ab, dass es nicht so unerwartet kam? Also die Umfragen mal so die eine Sache, aber offensichtlich gab es ja Ereignisse oder Entwicklungen, wo man sagte, kann das gut gehen oder führt das tatsächlich dazu, dass wir abschürzen? Naja, ich will mal mit einem ganz grundsätzlichen Punkt beginnen, den ich im Übrigen ja auch häufig vorgetragen habe, wenn es etwa Ende vergangenen Jahres um Perspektiven für das große Wahljahr 2021 ging und wo ich gelegentlich dann daran erinnert habe, dass wieder einmal eine 16-jährige Regierungszeit der Union, jedenfalls in der vorhandenen Konstellation, zu Ende geht. Und von der anderen Seite betrachtet, es gibt wenige funktionierende Demokratien in der Welt, auch ganz wenige oder noch weniger in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, bei denen in regelmäßigen freien Wahlen für einen vergleichsweise so langen Zeitraum einer Partei Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden, wie das in Deutschland der Fall ist. Das kennen wir weder aus Frankreich noch aus Großbritannien, von Italien gar nicht zu reden. Und wenn man die im internationalen Vergleich erstaunlich langen durchschnittlichen Amtszeiten nun noch mal nach den beiden früher großen Volksparteien sortiert, fällt auf, dass die Regierungszeiten der Union wiederum auffällig länger sind als die der SPD. Wenn wir die erste Amtszeit von Konrad Adenauer betrachten, mit der ergänzenden kurzen Amtszeit von Ludwig Erhard, dann war die Union 17 Jahre in der Regierung, bis es durch den Rücktritt von Ludwig Erhard und die Bildung einer ersten großen Koalition, dann allerdings nochmal unter einem Unionskanzler, einen ersten Wechsel gab. Als Helmut Kohl 1982 durch konstruktives Misstrauensvotum ins Amt kam, begann eine damals auch von niemandem so lang vermutete Regierungszeit von wiederum 16 Jahren. Und gestern war gewissermaßen mit Ansage eine erneute 16-jährige Amtszeit mit ein und demselben Kanzler oder in diesem Fall Kanzlerin an der Spitze zu Ende. Und in einer vitalen Demokratie, die neben Stabilität auch Veränderung braucht, liegt nach einer so langen Zeit ein Rollenwechsel gewissermaßen prinzipiell in der Luft. Das konnte nicht ernsthaft überraschen, dass das eine beachtliche Zahl von Wählerinnen und Wählern jucken würde oder müsste. Es gibt einen zweiten Punkt, der auch nicht völlig neu ist, der sich aber gerade in den letzten 10, 20 Jahren nochmal deutlich verstärkt hat, also in genau den 16 Jahren, die jetzt zu Ende gehen. Und das ist die kontinuierlich rückläufige Parteibindung. Die betrifft im Übrigen natürlich nicht nur Unionswähler, betrifft alle Wähler. Die Adenauer Stiftung, die ja nicht nur sich wie andere mit wechselnden Parteipräferenzen beschäftigt, sondern auch mit einem Langfristprojekt von Wählerbindungen, also der Frage, ob und unter welchen Bedingungen identifizieren sich eigentlich wie große Teile der Wählerschaft mit welchen Parteien. In der letzten dazu erarbeiteten Studie, die wir kurz vor der Sommerpause vorgestellt haben, war das Ergebnis, dass 75% aller Wahlberechtigten erklären, dass sie außer einer ersten auch eine zweite und dritte Parteipräferenz haben. Was im Klartext bedeutet, 3 von 4 Wählern sagen heute von sich selber, normalerweise wähle ich CDU.
kann mir aber auch vorstellen, Grün zu wählen oder FDP zu wählen, vielleicht auch SPD zu wählen. Und das Gleiche sagen früher typische SPD-Wähler mit Blick auf andere Präferenzen, was nun wiederum im Umkehrschluss bedeutet, nur noch 25% der Wahlberechtigten haben für sich eine feste Präferenz. Das heißt, wenn sie wählen gehen, wählen sie eine bestimmte Partei, und wenn sie die aus irgendeinem Grund nicht wählen wollen, dann gehen sie halt nicht zur Wahl. So, rein rechnerisch bedeutet das aber, dass heute die ehemals großen Volksparteien nur noch weniger als 10% der Wahlberechtigten als scheinbar sichere Stammwähler haben. Als ich 1980 zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert habe, war die Faustregel, die damals die Wählerforschung ermittelt hatte, dass 2/3 der Wahlberechtigten Stammwähler sind und 1/3 Wechselwähler und Nichtwähler. Das heißt, damals wurden Wahlen im Wesentlichen durch die Mobilisierung der Stammwähler entschieden. Die Partei, die den größeren Teil ihrer Stammwähler mobilisierte, gewann die Wahl. Und bei ohnehin hohen Wahlbeteiligungen spielten die Nichtwähler und die Wechselwähler jedenfalls eine nachrangige Rolle. Als ich vor 4 Jahren aus dem Bundestag ausgeschieden bin, habe ich meinem Nachfolger im Wahlkampf gesagt, also bei allen Wahlkampfplanungen, dürfe er bitte eines nicht aus dem Auge verlieren. 2/3 aller Wahlberechtigten sind Wechselwähler und nur 1/3 sind Stammwähler. Das heißt, wer heute Wahlen gewinnen will, muss Wählerinnen und Wähler abholen, die nicht ohnehin entschlossen sind, uns zu wählen, sondern zwischen verschiedenen Optionen sich mehr oder weniger kurzfristig entscheiden. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren noch einmal verstärkt und noch einmal nicht nur zu unseren Lasten, sondern für das gesamte Parteienspektrum. Und wenn man diese Faktoren zusammennimmt, dann hat man schon eigentlich eine relativ schlüssige Erklärung dafür, warum das Wahlergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Zumal ja auch eine Besonderheit dieses Wahlkampfes: keiner der 3 Aspiranten für die Nachfolge von Angela Merkel, die unangefochtene Sympathie oder gar Lichtgestalt war, auf die Wechselwählerinnen und Wechselwähler erkennbar gesprungen sind, sondern wir hatten die wiederum untypische Situation, dass wir das ein Politikwissenschaftler gestern Abend, glaube ich, gesagt hat, wir 3 prekäre Kandidaten hatten. Das ist eine vielleicht etwas übertriebene Formulierung, aber die Situation, dass bei 2 der 3 Parteien die Sympathisanten dieser Partei Probleme mit dem oder der Spitzenkandidatin hatten und in der 3. Variante eine gewisse Sympathie für den Kandidaten bei großer Skepsis gegenüber der Partei. Eine solche Konstellation hatten wir auch noch nicht. Ja, wenn man das alles zusammennimmt, ist eigentlich nicht mehr so schwer erklärbar, warum die stärksten Parteien jeweils um die 25% liegen. Und es nun weiter offen bleibt, wer nun unter welchen Voraussetzungen mit wem daraus eine stabile Regierung bildet. Um das Dilemma des ersten Faktors nochmal aufzugreifen, das Sie besprachen, dass man nach einer langen Kanzlerschaft, hier waren es jetzt 16 Jahre, einfach das Problem hat, dass die Wählerschaften wechseln möchte. Bliebe dann eigentlich einem Wahlkämpfer wie Armin Laschet nichts anderes, als sich sehr, sehr deutlich von der Amtsinhaberin loszusagen, das Gegenmodell aufzubauen, um einfach selbst in seiner Person den Wechsel zu personifizieren? Die Spin-Doktoren im Konrad-Adenauer-Haus werden ja eine Ahnung von dem haben, was sie uns gerade als Faktor 1 auch benannt haben. War es von vornherein aussichtslos, sozusagen Hand in Hand mit Angela Merkel durch den Wahlkampf zu gehen und auch noch gewinnen zu wollen? Also es war ganz sicher wiederum eine besondere Situation, die es ja so auch noch nie gab. Noch nie hat jemand in der gleichen Partei anstelle eines nicht mehr kandidierenden Amtsinhabers auftreten müssen. Ich kann mir allerdings schwer vorstellen, dass es das erfolgreichere Rezept hätte sein sollen,
einen Wahlkampf zu führen, der in der Wahrnehmung der Stammwähler wie der noch wichtigeren, anzahlmäßig noch wichtigeren Wechselwähler, als Distanzierung von der eigenen Vorgängerin wahrgenommen wird. Also ich halte das für eine sehr kapriziöse Vorstellung, die jedenfalls mit meinen Erfahrungen vieler Wahlkämpfe nicht zur Deckung zu bringen ist. Jetzt mal weg von den Theorien, die ich hier vielleicht auch so ein bisschen mit aufs Sofa gebracht habe, nochmal zur Praxis. Sie waren 37 Jahre Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion von 2005 bis 2017 Bundestagspräsident. Wie läuft das eigentlich so ab dem Wahlsonntag 18 Uhr hinter den Kulissen? Die Drähte glühen heiß, die Gespräche werden mehr und mehr, die Abgeordneten, die neu gewählten, die Parteigrößen treffen sich in Berlin nicht nur nicht erst Montagmorgen um 8, sondern deutlich vorher. Wie läuft es da hinter den Kulissen, was wir nur so teilweise und bruchstückhaft über die Medien mitbekommen? Na gut, so ein Wahlsonntag ist natürlich ein gigantisches Manöver, im Übrigen nicht nur für die kleine Gruppe von unmittelbar betroffenen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, sondern auch für viele, die für die Organisation der Wahl verantwortlich sind. Ich selber war jedes Mal aufs Neue beeindruckt und manchmal auch ein bisschen erschrocken, in welchem Umfang das Reichstagsgebäude für alle möglichen Sonderbüros vom Wahlkampfleiter, also vom Bundeswahlleiter angefangen bis zu vielen Medien- und Fernsehanstalten, die damals vorzugsweise aus dem Reichstagsgebäude, inzwischen interessanterweise weniger, weil die Kapazitäten dafür nicht mehr reichen und man größere Bühnen dafür zu brauchen glaubt, in Beschlag genommen war. Ja, und was die Vorbereitung gewissermaßen auf das unmittelbare Finale betrifft, gibt es ja die berühmten Hochrechnungen, die auf der Basis von stattgefundenen Stimmabgaben am Wahltag vorgenommen werden und am späten Nachmittag einen kleinen Kreis von Journalisten und Spitzenpolitikern zur Verfügung gestellt werden, damit nicht für alle Beteiligten um 18 Uhr gewissermaßen eine Wundertüte geöffnet wird und alles, was es an Vorbereitung gibt, sowohl auf Seiten der Journalisten, die sich ja auch auf eine bestimmte oder eine überschaubar begrenzte Zahl von denkbaren Konstellationen vorbereitet haben, wie für die Beteiligten Kandidaten und Kandidaten dann eine nicht absehbare Situation gibt. Meistens liegen die ersten Hochrechnungen dann auch sehr nah an dieser Sonntagnachmittagsuntersuchung, jedenfalls deutlich näher als manche Umfrageergebnisse, die noch in der Vorwoche ermittelt worden sind, was sich wiederum leicht dadurch erklärt, dass die Frage auch zwei, drei Tage vor einer Wahl eben immer die hypothetische Frage ist, wie würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahlen wären? Man sagt nicht, wie man gewählt hat, sondern wie man vielleicht wählen wird. Während sonntags gefragt wird, anonym selbstverständlich, wie man gewählt hat und das wiederum in einer geheimen Form, nicht transparenten Form gewissermaßen dokumentiert wird. Und das liegt dann eben doch beachtlich nah am tatsächlichen Wahlergebnis. Die CDU lag ja in den Umfragen lange vor der SPD und wurde dann sozusagen als einzige Volkspartei, verbliebene Volkspartei charakterisiert. Dann auch sogar Journalisten, sogar hier linksorientierte Journalisten definierten CDU als Volkspartei. Nun sind wir hinter der SPD in das Ziel eingelaufen. Ist jetzt auch die Diskussion Volkspartei in der CDU entbrannt? Und wenn ja, was wird denn da
stellt sich ja auch so ziemlich jeder was anderes darunter vor oder die Auswahl, was man da wählen kann, was das Volkspartei definiert sein soll, ist ja auch nicht sehr stringent. Ja, jedenfalls ist es ein spannendes Thema, das sich für die Union jetzt mit einer unabweisbaren Dringlichkeit neu stellt. Nach meinem Verständnis hat Volkspartei sicher auch was mit Zahlen und Größenordnungen zu tun, lässt sich aber nicht ausreichend mit Größenordnungen beantworten. Ich glaube, ohne dass ich behaupte, dass anders ganz sicher auch ein anderes Wahlergebnis zustande gekommen wäre, dass wir auch den Preis für eine in den letzten Jahren ausgedünnte Programmdiskussion zahlen. Das Profil der Partei ist aus vielerlei Gründen, die im Übrigen nicht nur mit uns zu tun hat, sondern wiederum auch mit den Bewegungen anderer natürlich zu tun hat, die sich viel stärker auf uns zubewegt haben, als wir das wiederum aus anderen konkurrierenden Parteiensystemen kennen. Das Profil der Partei ist für viele unserer potenziellen Wähler unscharf und damit austauschbar mit anderen Varianten geworden. Und ich will mal nur als ein besonders starkes Indiz für diesen ausgebliebenen Prozess daran erinnern, dass nach der Ankündigung von Angela Merkel nicht erneut als Parteivorsitzende zu kandidieren und folgerichtig auch nicht wieder bei der nächsten Bundestagswahl anzutreten, die dann gewählte Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Fortschreibung des Grundsatzprogramms als Vorbereitung für den in gut 2 Jahren anstehenden Bundestagswahlkampf angekündigt hatte. Was ich goldrichtig fand, aber bedauerlicherweise nicht stattgefunden hat. Jedenfalls dieser Prozess ist mehrfach angekündigt, auch mit ihrer Zuhörtour gewissermaßen eingeläutet worden. Aber zu einer intensiven Programmdiskussion in der Partei und schon gar zur Verabschiedung fortgeschriebener Position ist es nie gekommen. Das heißt, das müsste jetzt Ihrer Meinung nach doch dringend passieren, Programmdiskussion, egal, vielleicht ist es dann offen, wo die Ihnen führt, aber eine Diskussion innerhalb der Partei, ein Profil und uns einen gewissen Charakter neu zu erarbeiten. Also für jede Partei gilt im Allgemeinen, dass sie mindestens die 3 Fragen beantworten muss: Wo kommen wir eigentlich her? Wofür stehen wir? Und wo wollen wir hin? So, und die Frage wird für nicht regierende Parteien naturgemäß noch dringlicher, weil die Lücke für nicht gegebene oder nicht hinreichend plausible oder klare oder gar faszinierende Antworten nicht durch die Beobachtung von Regierungshandeln gefüllt werden kann. Und deswegen, wenn, was ja heute noch niemand abschließend sagen kann, es zu einer Regierungsbildung ohne Unionsbeteiligung kommt, ist dieser Prozess unter jedem Gesichtspunkt überfällig. Aber auch wenn wir an der nächsten Regierung beteiligt sein sollten, kann ich uns nur dringlich empfehlen, diese Lücke zu füllen. Ja, Sie haben es angesprochen, die Möglichkeit besteht ja noch, dass die Union, CDU, CSU Teil einer Koalition werden. Was raten Sie den Protagonisten jetzt? Also ich weiß, dass Sie jetzt nicht hier mit Brief und Siegel einen Professor Lammert Vorschlag machen wollen, der dann durch die Gazetten geht, aber zu welcher Art des Umgangs jetzt auch mit dem möglichen Gesprächspartner Grünen, FDP, SPD raten Sie? Man könnte theoretisch auch sagen, wir haben verloren. Wir ziehen uns jetzt zurück, wir machen jetzt die inhaltliche Klausur, damit hebe man ein Stück weit seinen Preis auch hoch für spätere Verhandlungen oder man macht morgen, ich weiß nicht, ob es morgen tatsächlich zur Fraktionsvorsitzendenwahl kommt, man macht einen geschlossenen Eindruck, übt sich in Demut und geht auf in die Sondierungsgespräche hinein, ohne größere Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis zu ziehen. Welchen Weg empfehlen Sie? Also der für die Union letzte, auf den ersten Blick vergleichbare Fall
einer deutlichen Wahlniederlage war 1998, wiederum nach den 16 Jahren Helmut Kohl. Rein zahlenmäßig gesehen war die Niederlage nicht so spektakulär wie die jetzige, aber sie war mit der sich daraus ergebenden Rollenverteilung ungleich eindeutiger, weil die SPD nicht nur stärkste Fraktion geworden war, sondern sie hatte mit über 40% auch einen ganz eindeutigen Regierungs- und Gestaltungsauftrag. Für das gestrige Wahlergebnis lässt sich unmissverständlich festhalten, wir haben die Wahl verloren. Punkt. Aber daraus folgt nicht mit der gleichen Logik, dass die SPD nun die Regierungsgeschäfte übernimmt, denn sie braucht dafür wiederum zwei weitere Partner, die nun wiederum im Wahlkampf keinen Zweifel daran gelassen haben, dass sie ganz unterschiedliche Präferenzen für eine Koalitionsbildung haben. Die Grünen haben einen Wahlkampf geführt, der thematisch sehr stark auf ein für sie zentrales Thema, nämlich Klimawandel, bezogen war und haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie das vorzugsweise ohne die Union und mit der SPD realisieren wollen. Grün-Rot als Option. Die FDP, da haben sich die Grünen bemerkenswerterweise sehr bedeckt gehalten, aber sie haben es in der Tat natürlich auch nicht kategorisch ausgeschlossen. Die FDP hat genauso wenig einen Zweifel daran gelassen wie die Grünen, mit wem sie ihre eigenen Vorstellungen realisieren will, nämlich nicht mit der SPD, sondern mit der Union. So, nun sieht sich der Wahlsieger Olaf Scholz oder großzügig betrachtet die drei Wahlsieger, nämlich die drei Parteien, die Zuwächse bei den Wahlen erreicht haben, in der Situation, dass sie zwar alle mit einer gewissen Berechtigung sich auf die Schulter klopfen können, weil sie die Wahl gewonnen haben, nur mit sich teilweise wechselseitig ausschließenden Optionen. In dieser Situation ist es, glaube ich, schon klug, dass die Union weder einen Anspruch erhebt, den sie nicht hat, noch kategorisch erklärt, was übrigens Martin Schulz bei der letzten Bundestagswahl getan hat. Damit sei die Veranstaltung für die SPD beendet, mit der Regierungsbildung habe sie nichts mehr zu tun. Um dann ein paar Monate später, nach gescheiterten Koalitionsverhandlungen, festzustellen, dass man eben doch nochmal neu über die Lage reden muss. Insofern glaube ich, ist die Einlassung vernünftig, die sowohl Armin Laschet wie Söder gestern Abend eigentlich im Ergebnis in ähnlicher Weise vorgetragen haben. Das ist auch die Position, die die beiden Parteivorstände eingenommen haben. Keinen Anspruch anmelden, aber die Bereitschaft erklären, an dem Zustandekommen einer stabilen Regierung in dieser oder jener Weise mitzuwirken. Nochmal zurück zur CDU. Wenn die Programmdiskussion beginnt, und das sind dann vielleicht auch Kernbegriffe wie bürgerlich, die soziale Marktwirtschaft, vielleicht auch ein Stück modernisiert werden, nicht nur im inhaltlichen Bereich, sondern auch in eine Sprache transferiert werden, in eine Sprache gebracht werden, die Menschen, die mit dem Internet und kurzfristigen Internetsequenzen umgehen, verstehen. Ist es da vielleicht, also wir im Wahlkampf war es immer so, wenn wir sagen, der Oberteil war bürgerlich, heute ist aber jetzt eine soziale Marktwirtschaft, sozialistische Manier, ist was anderes. So, also, ist da irgendwas in Schieflage geraten? Denn die drei Begriffe, die ich genannt habe, sind ja aus meiner Sicht nicht weniger aktuell und nicht weniger effektiv, als wir das mal vor 10 Jahren waren. Ja, also da Politik schon gar in der Vermittlung von Absichten wie Entscheidungen immer über Texte, über Begriffe erfolgt, spielt die Kommunikation mit und über diese Begriffe eine herausragende Rolle.
Und natürlich müssen dann auch und gerade zentrale Begriffe, die sozusagen fester Bestandteil des Repertoires sind und auch sicher bleiben, immer wieder unter veränderten Bedingungen neu formuliert werden. Mit neu meine ich jetzt ausdrücklich nicht anders, gegensätzlich, sondern anders gesagt werden. Mich erinnert das an ähnliche Diskussionen, die im kirchlichen und innerkirchlichen Bereich geführt werden. Auch biblische Botschaften haben ja nicht an ihrer Relevanz verloren, aber sie müssen im 21. Jahrhundert anders gesagt, anders formuliert werden, als das vor 20 oder 30 und schon gar vor 100, 200 oder 500 Jahren der Fall war. Wenn man sich dieser Mühe entweder nicht unterzieht oder umgekehrt meint, der Wortlaut reicht, dann machen Parteien wie Kirchen, ich bleibe jetzt mal bei diesem Vergleich, die ernüchternde Erfahrung, dass sie einen immer kleineren Teil ihrer potenziellen Kunden, Anhänger damit erreichen. Also es gibt besonders bei diesen Begriffen Erklärungsbedarf offensichtlich in die Bevölkerung hinein. Ja, schon die Frage, was sind denn die Dinge, die wir nochmal neu formulieren, anders sagen, neu aufbereiten müssen? Würde ich weder im Augenblick einen abgeschlossenen Kanon von 5 oder 10 oder 12 Begriffen sehen, sondern die Notwendigkeit, sich auch darüber zu verstehen, was sind denn die Sachverhalte, die in diesem Zusammenhang wirklich besondere Dringlichkeit haben und bei denen, auf die man sich dann vielleicht verständigt hat, muss die inhaltliche Diskussion geführt werden. Also ein Hauptkampfpunkt, wenn ich den Begriff mal benutzen darf, ist meines Erachtens die Familienpolitik. Da hat ja auch die Union die Unterscheidbarkeit ein Stück weit aufgegeben, oder sie ist zumindest nicht mehr so unterscheidbar zur SPD oder Grünen wie in anderen Bereichen. Der Schutz von Ehe und Familie, auch die Singularität des Schutzes von Ehe und Familie, die Frage eines Kindergrundrechts wurde jetzt lange diskutiert. Die Sorge in der Union war ja groß, und es spricht wieder dafür, dass der Unionsstandpunkt dort eingehalten werden konnte, dass in das Dreieck Staat, Eltern, Kind keine Unwucht hineinkommt. Aber trotzdem ist es doch mal ein Beispiel, sich an der Familienpolitik oder das Beispiel zu nehmen, wo ist eigentlich der Unionsstandpunkt hier unterwegs in den letzten Jahrzehnten, was den Schutz der Ehe, der Schutz der Eltern gegenüber einem Eingriff oder Zugriff des Staates auf das Kind angeht, dass man hier möglicherweise wieder etwas mehr Profil gewinnt, oder ist man dann gleich unmodern? Na, jedenfalls ist das Stichwort sehr gut geeignet, um das Problem zu beschreiben. Also, wenn ich mal sozusagen bei der jüngeren Entwicklung bleibe, dann ist eine manche überraschende Entscheidung des Gesetzgebers unter Mitwirkung der Union am Ende der vorletzten Legislaturperiode erfolgt, der jedenfalls keine programmatische Diskussion in der Partei vorausgegangen ist, schon gar nicht eine Veränderung der sozusagen klassischen Position der Union. Man kann mit jeweils beachtlichen Argumenten die Auffassung vertreten, das Problem der CDU sei, dass sie ihren klassischen Familienbegriff aufgegeben habe. Wie die umgekehrte Position, das Problem der Union sei, dass sie zu spät kapiert habe, dass dieser Begriff nicht mehr zu halten sei. Für beides gibt es beachtliche Argumente. Aber das schwächste Argument ist, schwierige Diskussion, halten wir uns besser raus. Sondern dieser Streit muss ausgetragen werden. So wie beispielsweise auch, nehmt ihr anderes Stichwort soziale Marktwirtschaft, wo ist eigentlich unser Hauptproblem, wenn es denn ein Hauptproblem gibt im Zusammenhang mit sozialer Marktwirtschaft? Dass wir inzwischen zu wenig Wettbewerb, zu wenig Subsidiarität, zu wenig Eigenverantwortung haben? Oder offene Flanken in der sozialen Sicherung? Und wie wollen wir das eine mit dem anderen in der Balance halten oder wieder in eine Balance bringen,
Auch hier gibt es jeweils beachtliche Argumente dafür zu sagen, unserem Wirtschaftssystem ist ein hohes Maß an Innovation abhanden gekommen, weil der Staat mit nicht nur Rahmenbedingungen, sondern Vorgaben, einschließlich Förderungen, üppigen Förderungen für bestimmte Technologien, einen viel zu maßgeblichen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen und wirtschaftliche Dynamiken nimmt, wie umgekehrt der Hinweis auch empirisch gut unterlegbar ist, dass es Spreizungen in der Entwicklung von Einkommen und Vermögen und vor allen Dingen auch von Alterssicherungen gibt, bei denen wir die Frage beantworten müssen, ja, was ist denn nun unsere Vorstellung von einer Wirtschaft, die nicht nur eine Wettbewerbswirtschaft sein soll, sondern durch Sozialstaatlichkeit definiert ist. Wenn wir nochmal auf das Ergebnis zurückschauen, die Frage, die sich für mich stellt, ist ja in der Tat, wie SPD und CDU sind nun plus minus gleich auf. Viele Bürgerliche, die früher offensichtlich bürgerlich gewählt haben, haben sich irgendwohin anders orientiert. Ich würde mal tippen in Richtung SPD. Sicherlich wird dafür sprechen, dass der Kanzlerkandidat eine Imitation von Angela Merkel ja teilweise vorgenommen hat, auch was Gesten angeht und so weiter. Aber wenn es keine politische Heimat mehr für Bürgerliche und Konservative in diesem Land gibt, dann ist ja auch ein Stück weit die Union in Gefahr. Denn dann ist ja nun die Union offensichtlich für konservative Wähler nicht mehr attraktiv. Ich will nicht darüber spekulieren, ob das dann weiter rechts attraktiv wird oder nicht. Aber zumindest mal ist, wenn wir es nicht schaffen, konservativ und bürgerlich neu zu definieren oder mit, wie Sie es sagen, mit neuen Worten zu sagen, dann droht ja jetzt nicht gerade ein Anstieg der Stimmen bei der nächsten Wahl. Richtig, aber das ist das bewusste, geradezu eingebaute Risiko jeder in einem Wettbewerbssystem konkurrierenden Partei, dass sie nicht unter Bestandsschutz steht. Die SPD hat einen solchen, auch für sie, extrem schmerzhaften Prozess der Abschmelzung von Größenordnungen hinter sich. Die Union hat sich vor allen Dingen im Vergleich christdemokratischer Parteien in Europa erstaunlich lange auf einem erstaunlich hohen Niveau gehalten. Und vielleicht haben wir uns auch zu lange eingebildet. Darauf hätten wir eben doch so etwas wie einen Naturschutzanspruch. Und stellen nun fest, dass das eben nicht so ist. Wir haben bei dieser Wahl im Vergleich zur letzten rund 4 Millionen Stimmen verloren, davon fast die Hälfte an die SPD. Was sicher auch damit zu tun hat, dass die SPD auch und gerade in Gestalt ihres Spitzenkandidaten auf viele wie eine bürgerliche sozialdemokratische Variante eines Unionspolitikangebotes wirkt. Dem verdankt im Übrigen, das muss man jetzt auch mal sozusagen neben der eigenen Parteirolle sagen, unserem Land auch einen beachtlichen Teil seiner Stabilität. Die Mitte ist inzwischen so groß geworden, es tummeln sich so viele um eine immer größere imaginäre Mitte, weil sie allesamt wissen, in Deutschland wird nur jemand gewählt, der sich im Kontext eines bestimmten Rahmens von politischen Positionen bewegt, die Union unter Konrad Adenauer in den 50er Jahren grundgelegt hat. Und die SPD hat im Godesberger Programm ihre großen programmatischen Korrekturen vornehmen müssen, um auf diese Weise regierungsfähig zu werden. Und gut 20 Jahre später haben die Grünen einen ähnlichen Prozess begonnen, nachdem sie festgestellt haben, dass sie mit ihrer grundsätzlichen Systemkritik zwar eine beachtliche Minderheit unter den Wählerinnen und Wählern beeindrucken konnten, aber weit von jeder Gestaltungsmöglichkeit entfernt waren. So, und heute beziehen sie nicht nur in Wahlkämpfen, sondern insbesondere natürlich in Wahlkämpfen Positionen, die für einen beachtlichen Teil einer früher typischen Unionswählerschaft wählbar erscheinen. Ja, und
dann hilft ja kein Weg dran vorbei. Dann muss man umso deutlicher machen, was wollen wir und wodurch unterscheidet sich das, was wir wollen, von dem der Konkurrenz. Ich will es mal gerade mit Blick noch auf das letzte genannte Stichwort am Beispiel Klimawandel verdeutlichen. Ich glaube schon, dass Armin Laschet völlig richtig liegt, wenn er sagt, im Unterschied zu den Grünen, die sagen, die Priorität Nummer eins ist Klimawandel, ist Umweltschutz und alles andere muss nachrangig behandelt werden. Muss das Politikangebot der Union sozusagen durchdachter sein? Und er bringt das auf den Begriff eines klimaneutralen Industrielandes. Ja, aber offensichtlich ist erklärungsbedürftig, wodurch sich dies von der absolut gesetzten Priorität für Klimawandel unterscheidet und was das wiederum für das Balancieren von Wettbewerbsfähigkeit und Klimaneutralität und Arbeitsplätzen und soziale Sicherung und Perspektiven auch für Regionen mit bestimmten Industriestrukturen bedeutet. Also auch an der Stelle lässt sich, glaube ich, gut zeigen, dass ein mangelnder Ehrgeiz in programmatischer Diskussion einen Preis erfordert. Also das ist der dringende Appell, so interpretiere ich es, sich endlich mit Programmatik und mit Programmdiskussionen zu beschäftigen. Vielleicht jetzt sofort anfangen, weil wir noch eine gewisse Zeit lang haben und dann noch diskutieren können. Aber dem entnehme ich auch, dass offensichtlich in der Vergangenheit in der Partei dann wenig oder vielleicht gar nicht über solche Sachen oder zumindest nicht ausreichend diskutiert wurde. Ja gut, das sage ich ja die ganze Zeit. Also wir diskutieren natürlich ständig über alles und jedes, aber es liegt auch irgendwo natürlich in der Logik der Rollenverteilung, schon gar, wenn man jetzt auch die letzte Legislaturperiode betrachtet, die durch die Corona-Pandemie natürlich nicht nur überschattet, sondern auch in den sich daraus ergebenden neuen Prioritäten dominiert war, dann kam die wiederum so jedenfalls weder absehbare noch planbare Riesenflutkatastrophe vor ein paar Wochen dazu, dass das politisches Handeln, schon gar Regierungshandeln absorbiert, ist, glaube ich, nicht weiter rechtfertigungsbedürftig. Aber wir müssen uns wieder mehr Zeit nehmen, unabhängig von absehbaren und nicht absehbaren Ereignissen überfällige Klärungen vorzunehmen, denn die Welt hat sich in den 16 Jahren, in denen wir die Regierungsverantwortung hatten, noch einmal so deutlich verändert, außen- und europapolitisch, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch. Es gibt so viele Veränderungen in unserer Gesellschaft, kommunikationspolitisch, wie kommuniziert eigentlich eine moderne Gesellschaft miteinander, dass wir da einen riesen Kreis, ich will nicht sagen von offenen Fragen, aber von neu zu diskutierenden Fragen mit zum Teil vielleicht auch neuen Antworten vor uns haben. Herr Professor Lammert, wir nähern uns langsam dem Ende dieses virtuellen Formats, das wir mit den Potsdamer Seegesprächen führen. Aber eine Frage kann ich Ihnen einfach nicht ersparen als Bundestagspräsident AD, dann auch noch langjährigen Bundestagspräsidenten AD. Wir sind ja, was die Anzahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag angeht, möchte ich sagen, jetzt sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. 709, jetzt 735. Es gab andere Prognosen. Wann bekommen wir die Wahlrechtsreform? Was können wir tun, damit es da eine Einigung gibt zwischen den Parteien? Und es sind ja jetzt fast alles große Parteien, die da mitreden. Was braucht es, um den gordischen Knoten zu durchschlagen? Veränderungswillen. An der Einsicht mangelt es ja nicht. Das doppelte Ärgernis besteht ja darin, dass wir hier nicht nur ein Problem haben, das dringend gelöst werden muss, sondern dass ausnahmslos alle, die für die Lösung dieses Problems zuständig sind, übereinstimmend erklären, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und gleichzeitig geben sie ihre Unfähigkeit zu Protokoll, dieses für dringend lösungsbedürftig erklärte Problem auch tatsächlich überzeugend zu lösen. Ich fürchte, dass das in dieser Legislaturperiode wieder nicht einfacher wird.
Ich ahne, dass es gut gemeinte allgemeine Absichtserklärungen in Koalitionsvereinbarungen geben wird. Aber so gerne man im Allgemeinen ja mit Vorhersagen Recht behält, mit dieser Prognose hätte ich gerne Unrecht behalten, als ich nämlich schon in der vorvorletzten Legislaturperiode, als der Bundestag von 598 gerade mal auf 630 erweitert war, auf die Dringlichkeit einer Wahlrechtsreform aufmerksam gemacht habe, mit dem Hinweis, dass dann, wenn dieser Bundestag das nicht löst, ein Bundestag mit 650, 680 oder gar 700 es ganz sicher nicht eher löst. Dann hat man mir gesagt, Herr Präsident, jetzt werden Sie mal nicht panisch. Solche Größenordnungen seien zwar theoretisch vorstellbar, in der Realität aber nicht. Um dann mit einem 709-Mitglieder-Parlament in der Wirklichkeit anzukommen, das prompt nicht in der Lage war, das Problem zu lösen. Eine Frage in die Zukunft hätte ich doch noch, wenn es tatsächlich zu einer Regierung kommt zwischen SPD, Grünen und FDP. Für wie stabil halten Sie diese Regierung? Ich meine, Sie sagten ja eingangs schon, also Grüne und FDP sind ja nun weit auseinander. Die FDP zwinkert auch nochmal mit der CDU. Grün-Schwarz haben wir auch schon mal auf Landesebene. Aber wie stabil ist tatsächlich diese Dreierkonstellation Rot-Grün-Gelb? Und vielleicht nochmal konkreter gefragt, glauben Sie, die würde die Legislatur zu Ende bringen können? Jedenfalls fällt mir spontan kein durchschlagendes Argument ein, warum diese, wie übrigens auch die spiegelbildlich andere Koalition mit Unionsbeteiligung, nicht stabil sein sollte. Also zu Beginn dieser Legislaturperiode habe ich auch Restzweifel an der Stabilität der Koalition gehabt, die sich dann nach dem Scheitern der ersten Koalitionsgespräche wieder einmal als große Koalition etabliert hat. Und es gab theoretisch eine Reihe von Gründen anzunehmen, dass sie das Ende der Legislaturperiode nicht erreichen würde. Zumal die SPD ja gewissermaßen nicht nur gegen die eigene Ankündigung, sondern auch erkennbar widerwillig erneut in diese Koalition gegangen war. Sie hat die komplette Legislaturperiode überstanden. Und das halte ich auch für eine jetzt noch zu findende neue Koalition für durchaus möglich. Ja, lieber Herr Professor Lammert, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns hier in der CDU Potsdam gegeben haben, heute direkt exklusiv 24 Stunden nach der Schließung der Wahllokale, zumindest in weiten Teilen Deutschlands, wenn man Berlin jetzt mal außen vor ist, hier direkt bereit zur Verfügung zu stehen. Ich muss zugeben, seit dem gestrigen Abend etwas benommen durch die Welt zu laufen. Ich glaube, viele von uns in der Union haben einen ordentlichen Schlag vor den Kopf bekommen durch dieses sich ja eigentlich ankündigende Ergebnis, aber doch für alle immer wieder überraschend. Es gibt gerade mit Blick auf die jungen Leute, junge Union oder auch andere, viele Parteifreunde, die gar nichts anderes kennen als eine Unionskanzlerin in dem Fall. So ist es also ein schmerzhafter Prozess, den wir jetzt durchlaufen. Wir haben ja ein Stück weit noch die Hoffnung, dass es sich, was die Koalitionsgespräche angeht, noch etwas zum Positiven wendet. Und wir, denke ich, sind der Meinung, dass Sie uns hier wirklich sehr geholfen haben, in die Analyse voranzukommen. Wie kamen wir dahin? Was ist jetzt zu tun? Was ist das Selbstverständnis einer Volkspartei? Wie müssen wir uns inhaltlich jetzt aufstellen, um möglicherweise, wie es dann die SPD auch schon mal erlebt hat, gestärkt aus solchen Ereignissen hervorzugehen? Dafür sehr herzlichen Dank hier aus der CDU Potsdam. Und wir hoffen, dass es für Sie auch so kurz nach den Wahlen ein angenehmer Gesprächstermin war. Und jetzt würden wir das Gespräch an dieser Stelle beenden. Ich kündige nur an, dass wir hier in der CDU Potsdam dann als Präsenzveranstaltung im Wiener Café am Freitag den Chef, den Geschäftsführer von INSA, vom Meinungsforschungsinstitut, den Hermann Binkert, zum Gespräch haben und dann ganz ähnlich wie heute mit Ihnen versuchen, noch einmal die Zahlen auseinanderzunehmen, die Trends, die Bewegungen
und das, was möglich ist an Koalitionsoptionen, dann auch nochmal mit einem Meinungsforscher zu besprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.